Hallo, liebe Leutchen, und willkommen zurück zu Callisto Protokoll. Endgame, New Game Plus. Wir sind dann so langsam am Ende unserer Geschichte. Und zwar hier. Genau hier. Und ich will es nicht sagen, aber ich glaube, er fühlt sich ein bisschen entblößt hier. So. Ich hoffe, wir kommen noch irgendwie irgendwo zu irgendeiner Medibay. Ich möchte Munition kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Denn ohne Muni, ohne Moos, nichts los. Was haben wir da? Haben wir da noch was? Zum Verkaufen? Ja, haben wir. Leute, wie geht's euch? Ich hoffe, ihr schaut öfters mal rein bei mir. Ich hoffe, ihr schaut auch auf meinen YouTube-Kanal, der natürlich nicht professionell ist, daher auch keine Werbung hat und nicht zu bezahlen ist und keine Ahnung. Aber es lohnt sich mal reinzuschauen bei gewissen Videos. Wenn mehr Zuschauer sind oder mehr Zuschauer nachträglich, ein paar Abonnenten, vielleicht ein paar Likes, dann mache ich auch, so wie dieses Game hier, mal durchgehend richtige... naja, ihr wisst schon, was ich meine hier. Ich kann nicht so viel quatschen jetzt. Ich will das Game spielen hier. So, was ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer redet da? Wer, was? Was macht denn der da? Der redet, glaube ich. Ist das? Hast du das gesehen? Was denn? Nichts. Wir sollten weitergehen. Ich hab dich gefragt, ob du das gesehen hast. Ich glaube, jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren. Ein bisschen aufpassen. Du gehst rechts, ich gehe links. Wahnsinn, was ist mit dir passiert? Du siehst schrecklich aus. Mädel, du schaust schrecklich aus. Du solltest mal lieber nicht... Der Aufzug ist dort. Der müsste uns zum Turm hochbringen. Mal lieber nicht so viel Kaffee trinken, sondern wohl eher schlafen gehen. Das tut deiner Seele gut. Glaub mir, das tut deiner Seele gut. Eieieiei. Oh, du siehst nicht gut aus, Mädel. Mädel, du schaust nicht gut aus. Wo ist hier der Schalter? Da ist der Schalter. Wir müssen dir helfen, Mädel. Wir müssen dir einfach helfen. Das ist alles, was jetzt zählt. Es ist immer wieder geil, wie man ein Game designen kann. Also, Wahnsinn. Was soll das sein? Das ist definitiv nicht die UJC. Wer ist es dann? Wow. Einfach nur wow. Schade, dass es hier keine Infos zu den Dingern gibt.
Masken? Oh, ich glaube, der gehört nicht dazu. Da lief was. Cole's Triumph, okay. Das gucken wir uns gleich mal an. Cole's Triumph. Wo ist Cole? Cole. Jacob, Daniel, Cole. Da. So, wo steht das? Cole's Triumph. Heute Nacht. Während das Gefängnis schläft, werde ich die Dinge selbst in die Hand nehmen. Ich werde Manas Experimente freisetzen. Genug geredet. Jetzt werden wir handeln. Und ich weiß, dass ich im Recht bin. Computer, Callisto-Protokoll initiieren. Oh Mann. Der Verrückte, sagt der. Weiß nicht. Wir brauchen echt Munition, Leute. Ein Glück, dass wir die Dinger hier haben. Wir brauchen unbedingt diese Munition. Und wir brauchen unbedingt diese Munition. Und alle anderen Munitionen auch. Unbedingt. Sieht total schön aus, aber auch irgendwie erinnert mich das an Alien Isolation. Datentransfer beendet. Was zur Hölle? Dani? Was ist hier los? Dani, wo bist du? Smoking? Off on off? Hey, ching, 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 ching. What? Fucking irgendwas. Oh, der hat... Also hier sollte ich wohl kein Essen einkaufen. Und auch nicht essen, weil, siehste, das ist not gesund. Wo ist der Koch? Open! 24/7, wie nennt man das? 24/7, keine Ahnung. Und jetzt bist du in Danis Erinnerung. Siehst die Wahrheit über Europa. Ein geschwächtes Testsubjekt, freigelassen von einem unserer Labore. Eine Tragödie. Der Grund für alles, was Cole hier im Black Iron macht. Ein geschwächtes Testsubjekt. Oh Gott, oh Gott. Hot mail served all days. Europa Café. Dinner, was kann man denn hier essen? Oh Gott, Mensch. Die armen Leute. Irgendwas ist hier mächtig schief gelaufen. Was steht da? Weather Status. 40 Grad Celsius. 40 Grad Celsius. Okay. We have open. Yes, cool. Nice. Oh, alle gestorben hier. Wahnsinn. No way. No way. Sogar hier drin?
Was? Implants. 1 hour. 1 hour. Wetterstatus, schon wieder. Was steht hier denn alles? Tut mir leid, Leute. Wir schauen uns das jetzt mal alles genau an hier. Weil ich stehe voll auf Einzelheiten. Und wenn Einzelheiten gut sind, dann schaue ich da gerne hin. Zum Beispiel so wie Sachen, die man lesen kann. Wie hier zum Beispiel. Außer dieses Chinesische kann ich leider nicht lesen. Da steht eine Nummer. 000-8989. Hier werden sie geholfen. Überall blutig. Die Metro. Ach, guck mal, hier drin ist... Wahnsinn. Max! Lass mich los! Was redest du? Siehst du das? Siehst du das? Ich seh's. Was hast du da? Was wir hier haben, geht uns nichts an. Komm jetzt. Auf uns wartet Arbeit. Das war unsere Schuld. Das Kind? Lilly! Oh nein. Nein, 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 nein. Nur ein weiterer Job. Mhm. Deswegen ist es gut zu wissen, was man transportiert als Postbote. Also, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Das hast du nicht verdient. Das Kind. Europa war kein Terroranschlag. Sie haben das Bildmaterial manipuliert, um zu verschleiern, was sie im Black Island testen wollten. Und unsere Fracht spielte bei beidem eine Rolle. Scheibenkleister. Ich hätte es stoppen können. Du hast einen Fehler gemacht. Wie bügelst du das jetzt wieder aus? Mein Freund ist gestorben. Mein Kollege ist gestorben. Die kleine Schwester oder Tochter oder Cousine von dem Mädchen, von der Frau ist gestorben. Sie hat sich infiziert. Und alles nur wegen uns. Weil wir diesen einen Auftrag machen wollten, der uns in die Rente schickt. Womit wir ausgesorgt hätten. Hey, komm schon, komm schon. Kann nicht. Doch, kannst du. Ist fast geschafft. Nein, ich kann es fühlen. Hören. Im Kopf. Okay, du bleibst hier. Ich komme mit dem Heilmittel zurück. Ich komme selbst zurecht. Lass ihn für seine Taten büßen. Wen denn? Ach so, hier, diesen Soul oder wie er hieß. Ach Mensch, die Arme. Ich hoffe, die schafft das irgendwie. Mit dem Heilmittel zurück? Hm. Boah, das sieht aber auch geil aus, ey. Also, ich weiß nicht. Ah, ich liebe so Games. Echt.
Dead Space, Alien Isolation, was noch? Ich muss ganz ehrlich sagen, hier dieses Andromeda, ich weiß jetzt nicht, mir liegt es auf der Zunge, ich finde es nicht, ich kann es nicht in Worte fassen. Das ist alles so geil gemacht, so schön. Und deswegen gucke ich mir das immer gerne an. Da hinten ist eine Medibay. Yeah! Oder wie das Ding auch immer heißt. Aber ich glaube, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, ne? Null Schuss. Wahnsinn. Was ist hier passiert? Hier scheint einer durchzudrehen, oder was? Meine Güte. Aber die haben es überstanden. Hoffentlich war es ein schneller Tod. Okay. Jetzt gehen wir erstmal zu dieser Medibay und gucken. Wir brauchen unbedingt Money. UJC Druck wünscht Ihnen einen United Tag. So, jetzt verkaufen wir erstmal. Das verkaufen wir. 1000. 100. 2500. So, jetzt kaufen wir ein, Leute. Ah, das ist aber auch ein bisschen, weiß ich nicht. Aber egal. Pass mal auf. Wir kaufen dieses. Kaufen wir noch eins. Da sind wir schon wieder ein Tausender los. So, jetzt kaufen wir Muni. Muni, Muni, Muni. Das ist die günstigste Muni hier. Aber... Das ist die stärkste Muni, glaube ich. Ah, komm. Ich werde das Game noch ein drittes Mal spielen und zumindest anfangen. Ich möchte nämlich testen, durch das New Game Plus ist noch ein neuer Modus entstanden oder abgedatet. Und das ist der, der soll ziemlich gut sein. Machen wir mal was. So, reicht das? Schauen wir mal. Wir haben jetzt 12, nee, das sind für den Spezialschuss haben wir zu wenig. Das sind 1, 2, 3, 4 Schuss. Das ist zu wenig. Komm, hau mal rein. Hau rein. Abgeschlossen. Haben wir noch 900. Qualitätsprüfung bestätigt. So, den Rest machen wir mit den anderen Dingern da. Diese. Druckfertigung entnehmen. 240, 280.
320. Qualitätsprüfung bestätigt. Montage. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben noch genug Platz, aber wir haben kein Dings mehr. Das ist schlecht, Leute. Haben wir noch 310. 12, 12, 12. Ja. Jetzt weiß ich trotzdem nicht, wie viel man da... Ah, egal. Machen wir noch. Nein, jetzt habe ich den Scheiß verkauft. Ach so, na, zum Glück war das die Munition. Das passt schon. Komm, hau rein. So, das reicht. 12, 12, 24. Fehler. Ach so, keine Kohle mehr. Keine Kohle mehr. Ja, passt schon. Kriegen wir hin. So, jetzt speichern wir das, damit wir es nicht nochmal machen müssen. Ja, erstmal die ganzen Auto-Uploads weg. Und jetzt machen wir nur einen neuen. 25. So. Von da sind wir gekommen. Jetzt müssen wir noch das ausrüsten, was wir brauchen. Einmal. Und zweimal. Das, aber eigentlich haben wir ja gar nicht so viel Schuss, gell? Da haben wir gar nichts. Da haben wir 4. Ja, es wird schon passen. Ja, passt schon. Was war denn das jetzt? Hast du das gesehen? Habt ihr das gesehen? Wahnsinn. Oh ja. Das ist gut. Das ist auch gut. So, wo ist der jetzt hin? Da ist er. Oh, das ist auch gut. Nochmal gut. Wollen wir gleich mal durchladen hier. 25 Schuss zur Sicherheit. Ach, das ist... Das habe ich jetzt... Das checke ich jetzt erst. Weltall. Unendliche Weiten. Ho, ho, ho. Hier noch was? Das ist echt leise jetzt hier. Das ist gar nicht so gut. Ist voll. Brauchen wir den? Da eigentlich? Ja, durch die Taschenlampe kann man das leider nicht so lesen. Schade. Hm. Na? Ist
Funkmunition. Oh ja, immer her mit der Muni. Jetzt ist voll. Jetzt ist voll. Das brauchen wir nicht. Umso besser. Hier ist... Also diese kleinen Gesundheitsdinger, die sind eigentlich... So. Und jetzt, was machen wir jetzt? Müssen wir wieder zurückgehen, oder wie? Hier geht nichts. Was müssen wir machen? Da geht's auch nicht weiter. Achso, müssen wir das Ding da benutzen, oder wie? Nee. Bin ich hier irgendwo falsch abgebogen? Da ist auch noch so ein Teil. Hier muss da irgendwo eine Tür sein oder so. Ah, hier. Oder? Nee. Keine Ahnung. Hä? Ach da! Sie handeln unbedacht. Es geht zu viel. Es wäre riskanter, nicht zu handeln. Besonders da die Gemeinsamkeit endlich in greifbarer Nähe ist. Und... Wie gerufen. Da ist er ja. Der Überlebende. Der Überlebende. Wir Solitar. Wo ist der Alpha? Geben Sie mir das verdammte Gegengift! Ich lasse Sie nicht sterben! Ihre Freundin? Ich habe sie beobachtet. Habe ihre Akte studiert. Sie sind nicht so unschuldig, wie sie tun. Sie haben gezeigt, dass sie zu allem bereit sind, um ihr Überleben zu sichern. Der Überlebende wird Solitarius. Und was ist mit Ihnen, hä? Sichern sterbende Leuten aufzugeilen, ist das Ihr Protokoll? Nein, Sie irren sich, Mr. Lee. Das Protokoll strebt nicht nach Tod, sondern nach Leben. Die Zukunft liegt im All. Unser Schicksal. Doch für das All sind wir nicht geschaffen. Diese schwache Hülle hält uns zurück. Wir müssen uns weiterentwickeln, um zu überleben. Und nun... Sehen wir den Grund, der meine Methoden bestätigt. Mein letzter Test. Wer ist der wahre Überlebende? Der Mensch? Oder mein Alpha? Sieh einer an. 5-2-1. Was? Ich sollte dir danken. Doch nun weiß ich. Das ist ein Geschenk! Weißt du, der Warden hat mir die Augen geöffnet! Mir meine Bestimmung gezeigt! Und nun... zeig ich sie dir! Du musst dir schon etwas mehr Mühe geben. Wo ist dein Freund? Hast du dich zurückgeschafft?
egal, wo du dich versteckst. Unter meine Augen. Mann, Mann, Mann. Oh Mann! Mann! Ja. Schon ein bisschen nervig, muss ich sagen, ne? Wie soll ich mich jetzt heilen in der Zeit? Wie soll ich mich heilen in der Zeit? Sag mir das mal einer. Na gut. Beim nächsten Mal schaffen wir es. Hoffe ich mal. Lass uns einfach nicht erwischen. Wenn der...
Keine Muni mehr? Habe ich keine Muni mehr? Ich brauche Gesundheit. Muni. Haha. Na toll. Na toll. Ja, wie soll ich das machen? Natürlich. Natürlich. Ach Mann. Das ist so nervig, ey. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Also mit Spezialmunition geht's nicht. Dabei war der beim ersten Mal so leicht. Also beim ersten Durchlauf.
Naja. Egal. Kriegen wir schon hin irgendwie. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Also noch einmal. Komm, 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 komm. Jetzt machen wir das mal ein bisschen anders. Komm her hier. Au! Komm schon. Au! Ja, klar. Ma, das sind so depperte Mistkerle. Schweinebacke. Endlich. Durch, Danny. Sie denken, sie können uns besiegen? Ferris war schwach. Keine gute Hülle. Die Probe ist der Schlüssel zu einem uralten Traum. Das nennt man nicht verlieren, Mr. Lee, sondern Fortschritt. Und sie gehört mir. Nein, das glaube ich nicht. Bitte, jetzt ist nicht die Zeit, den Helden zu spielen. Lassen Sie die Probe hier und gehen Sie. Eine Rettungskapsel wartet oben auf Sie. Um sie zu dem Leben zurückzubringen, das sie einmal hatten. Sie und ich, wir können beide haben, was wir wollen. Also, Mister, was wollen Sie? Ich sage Ihnen, was ich will. Ich will meine Schwester, Arschloch! Ein tapferer Versuch, aber Sie wissen doch mittlerweile sicher. Ich verliere nie. Doch, diesmal schon. So ein...
eine Verschwendung. Alles nur für ein Leben. Glauben Sie nicht, dass Sie uns aufhalten. Die gesammelten Daten werden die nächste Phase des Protokolls einleiten. Und was Sie angeht... Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. Auf Nimmerwiedersehen, Miss Nacker. Und Mr. Lee, hoffentlich hat es Ihnen in Black Iron gefallen. Reaktorkern. Komm, komm schon! Kapsel sind hier lang! Lauf! Renn! Grüß dich, lieber Zuschauer. Schade, hast den Endboss verpasst. Leider hast du den Endboss verpasst. Aber das Video kannst du dir auf YouTube nochmal anschauen. Unter Paulwunsch 1981. Die ich die ganze Zeit gesucht hatte. Er gab sein Leben, damit ich die Wahrheit ans Licht bringen konnte. Wollte er das wieder gut machen, was er getan hat? Oder suchte er eine Art Erlösung? In jedem Fall hoffe ich, dass er etwas Frieden fand. This is the end of Callisto Protocol. Aber nicht komplett das Ende, denn es folgt noch ein DLC und vielleicht sogar noch ein zweiter Teil. Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Schade, lieber Zuschauer, den Endkampf hast du leider nicht mitbekommen, aber wie gesagt, auf YouTube... Unter Paulwunsch 1981, da kannst du mich finden. Da bin ich auch kein Profi, so wie hier. Keine Werbung, keine Bezahltechniken oder irgendein Quatsch. Da werde ich das Video nochmal hochladen. Und da kannst du dir das dann nochmal angucken, wenn du möchtest. Ja. Was soll man dazu sagen? Ich persönlich... Ich mache keinen, wie soll ich sagen? Ich mache keinen Vergleich zu Dead Space. Das ist ein ganz eigenständiges Spiel, was ich richtig gut gefunden habe. Das war inzwischen das zweite Mal, bin ich jetzt durch. Und ich werde auch noch ein drittes Mal durchgehen, weil es einen neuen Modus gibt. Der soll wohl richtig krass sein. Ich weiß nicht, ob ich den live bringe. Schauen wir mal auf Twitch. Je nachdem. Ich spiele es mal an und dann schaue ich mal, wie der Modus ist und dann gucke ich mal rein. Die nächsten Videos werden von
Assassin's Creed Valhalla sein und von, wie nennt sich das, Absolov. Da geht's um griechische Götter, um nordische Götter, mal ganz anders. Diese Sachen werde ich streamen, immer ungefähr um die Zeit in der Woche. Am Wochenende eher weniger. Ja. Und ich hoffe, du schaust wieder rein. Jetzt werde ich dann vielleicht, heute Abend werde ich noch ein bisschen Assassin's Creed Valhalla vielleicht streamen. Naja, auf jeden Fall, ich finde es richtig toll, dass du mitgeschaut hast und vielleicht sehen wir uns wieder. Mach dir einen schönen Abend, bleib gesund bis dahin, gell? Und ciao!